So, heute möchte ich euch mal ein neues Gerät vorstellen von der Firma Quip Taping. Und zwar ist das quasi ein Tesabandabroller. Hört sich im ersten Moment komisch an, ist auch gewöhnungsbedürftig bei dem Starten, beim Anfang. Aber wenn man sich da ein bisschen reingefuchst hat, funktioniert das echt super. Diese silberne Schiene ist sehr, sehr wichtig, um präzises Abkleben zu gewährleisten. Hier habe ich jetzt einmal, ich glaube, 25er Tesa eingespannt. Die Führung besteht aus Gummirollen. Das Gerät ist sehr, sehr handlich und leicht, weil es viel aus Plastik besteht. Dennoch ist das sehr gut verarbeitet. Das Tesa kann nicht nass werden oder sonstige Beschädigungen erleiden, weil das perfekt eingespannt ist. Ja, wie gesagt, etwas schwierig erst, aber wenn man ein bisschen damit gearbeitet hat und weiß, wie das Gerät funktioniert, ist das echt eine hilfreiche Sache und damit könnt ihr echt wirklich schnell und präzise abkleben. Ich zeige euch das da jetzt gleich mal im nächsten Schritt. Wichtig ist der Sicherheitsmechanismus, der oben ist. Wenn ich jetzt hier abdrücke, dann bewegt sich vorne eine Platte, das ist das Messer. Wenn ihr das nicht ans Werkstück drückt, schneidet das Messer auch nicht ab. Also, ganz wichtig. So, jetzt zeige ich euch hier mal, wie ich ein Fenster abklebe. Das Gerät variiere ich, ziehe jetzt nach oben. Achtet mal bitte auf das silberne Stück. Unten bis zur Kante gezogen, präzises Abkleben, abgeschnitten, also präziser geht es wirklich nicht, perfekt gerade, bis zur Ecke. Ja, hier nochmal ein kurzer Überblick über das Gerät. Die Tesa-Rolle ist auch schnell ausgewechselt. Hier ist das Messer, die Sicherheit. Wenn das nicht gedrückt wird, schneidet auch nichts ab. Da springt das Messer heraus. Ja.